Leute, The Legend of Zelda Skyward Sword, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum wir jetzt hier vor diesem Tempel stehen, anstatt im Wald zu sein. Der gute Zocker hat mich darauf hingewiesen, dass ich in diesem Dungeon doch die Karte vergessen habe. Entschuldige, dass ich das jetzt im Part 18 erst bringe, Leute. Ich musste für 3 Wochen vorproduzieren, weil ich habe ja immer 2 Wochen in der Hinterhand, falls ich mal krank werde, damit ihr kein Content, keine Content-Flaute habt. Und ich bin bald im Urlaub eine Woche und möchte dafür vorbereitet sein und musste da eine Woche mehr aufnehmen. Deswegen seht ihr das jetzt erst, diesen Part, in 3 Wochen und nicht in 2. Deswegen dauert das so lange. Falls ihr die Karte nicht selbst geholt habt, könnt ihr sie jetzt nochmal nachholen. So, der ist leider verbrannt. So, wegen da oben, den Stein hab ich nämlich nicht weggesprengt. Da hat mich der gute Zocker dann doch nochmal drauf aufmerksam gemacht. Dann machen wir das doch. So, gehen wir. Danke, du Spast. Danke, wenigstens gibst du mir so einen Schweif. So, diesen Raum haben wir hier nämlich nicht untersucht. So, abgefackelt. Ich werde hier versuchen, schnell einfach nur durchzuziehen. Okay, der ist gleich draufgegangen. Sehr gut. So, na komm. Schieß mich hoch. Danke. Tja, das passiert halt, wenn man schnell durchläuft. Einfach, man kriegt Schaden ohne Ende. So, das müsste jetzt aber die Dungeon-Karte sein. Ja. Die hat zwar jetzt nichts gebracht, aber nur für euch, damit ihr wisst, wo ihr alles im Dungeon findet. So, dann gehen wir hier jetzt wieder raus und dann zum Wald. Danke hier nochmal an den lieben Zocker, der mich darauf hingewiesen hat. So, dann raus aus dem Dungeon und schnell wieder zum Wald. So, damit hätten wir das auch erledigt. Jetzt haben wir diesen Dungeon aber zu 100% fertig. Nach geschlagenen 18 Parts. So, auf geht's zum Wald. Wir haben mehr als genug Zeit hier verschwendet. So, dann Abflug. Ja.
also. Wir wollen einmal ins Waldesinnere. Yes, bring uns dahin. Von hier hatten wir nämlich den letzten Part beendet und jetzt habe ich euch noch schnell die Karte geholt. So, es müsste reichen, wenn wir hier nach oben gehen, oder? Ja. So, das war easy going. Da. Danke, Fai, danke, das wussten wir aber auch schon. So, dann auf geht's, springen wir ins kalte Nass. Floriasee. Was? Noch ein Mensch? Ich verschwinde, bevor er mich sieht. Ein Mensch? Ein Mensch! Das sieht man hier nicht oft. Das glaube ich gerne, dass man das nicht oft sieht. Ich hätte nie gedacht, dass ein Mensch so tief tauchen kann. Kannst du auch eine Wasserschraube ausfüllen, indem du das Nunchuck ruckartig bewegst? Ja, kann ich, tatsächlich. Du Nervensäge, folg mir nicht weiter. Ich sag es sonst dem Wasserdrachen. Puh, du bist ganz schön weit gekommen, aber hier schaffst du es sicher nicht hindurch. Du siehst das anders? Dann versuch doch, mich zu fangen. Unmöglich! Ein Mensch kann diese Technik nicht einsetzen. Oh, du hast eine Wasserdrachenschuppe. Heißt das, du bist der Auserwählte der Göttin, von dem der Wasserdrache vor langer Zeit gesprochen hat? Wenn das so ist, kannst du dem Wasserdrachen vielleicht helfen. Was ist los? Es ist erst vor kurzem geschehen. Eine Bande von roten Kerlen und ihr gemeiner Anführer haben den Wasserdrachen angegriffen. Der Wasserdrache ist sehr mächtig und hat sie auch fast alle gefressen, aber es waren doch zu viele. Ihr Anführer hat es geschafft, den Wasserdrachen zu verwunden. Unser Wasser reicht für das Heilen seiner Verletzung nicht aus. Bitte rede mit dem Wasserdrachen. Ich bringe dich zu ihm. Na dann los. Wird Zeit, dass wir den Wasserdrachen retten. Ach, wie ich es bei Breath of the Wild vermisst habe, irgendeinen ordentlichen Wasser-Dungeon zu bekommen. Spasti, Alter!
Nein! Flieg doch in die Luft, du blöder Felsen! Dankeschön. Das hat sich gelohnt. So ein bisschen, ne? Autsch. Noch mehr Rubine. Hier gibt's sogar noch mehr. Uff, das wollen wir uns alles natürlich holen. Du Spaß, Alter. Ah, Herzen und so ein Typ. Ah, bitte friss mich nicht. Keine Angst. Wirklich? Du frisst mich nicht? Puh, hier war so viel Lärm und Getöse, da habe ich mich versteckt. Warum sollte ich den fressen? Der sieht ja nicht mal lecker aus. Egal. Spasti, Alter. Hier gibt's aber noch mehr zu holen. Oh, ein Bernstein-Halbmond, okay. Und 5 Rubine. Kann man machen. Brauchten wir jetzt aber nicht so unbedingt, aber was soll's. Nehmen wir einfach mal mit. Kann dann nicht schaden. Bald sind wir da. Da vorne wartet der Wasserdrache. Ich will aber erstmal hoch und nochmal gucken, ob es hier irgendwas gibt. Nope, hier gibt's nichts. Dann gehen wir weiter. Fantastisch! Nicht du! Schließlich ist dir das nur dank der Wasserdrachenschuppe gelungen. Danke, du Spast. Wie wär's denn mit ein bisschen Anerkennung? Im Endeffekt muss ich diese Technik noch ausführen. Gut gemacht, Link. Nice! So, jetzt müssten wir uns auch zum Floriasee porten können. Oh, ein Geschenk der Göttin. Gut, so weit, so gut. Das hätten wir hier auch. Sonst noch irgendwas hier zu holen? Anscheinend nicht, oder? So, das war's. Easy going. Ah, doch, na klar. Sehr schön, das hätten wir auch. Den Bernstein-Halbmond nehmen wir auch mit. So, und dann kann's, reden wir erstmal mit dem da. Es war hier friedlich und ruhig und dann kam ein Mensch. Jetzt treiben riesige Fische hier ihr Unwesen. Nicht mal sein Mittagsschläfchen kann man mehr halten. Thank you.
Ah, nicht dieser Fisch. Ganze Schwärme dieser Fische haben den Wasserdrachen angegriffen. Sei vorsichtig. Großartig, kein Zweifel, du musst der Auserwählte der Göttin sein. Ach komm, das war ja jetzt nun nicht unbedingt schwer, oder? Endlich da! Gleich sind wir beim Wasserdrachen. Bitte warte einen Moment. Hier entlang. Der Wasserdrache erwartet dich. Höre, was er zu sagen hat. Höre, höre! Was muss ich da sehen? Ein Mensch? Dieser Ort ist mein Heiligtum. Wesen wie du dürfen hier nicht einfach so herumplanschen. Und sag, wie bist du eigentlich überhaupt hierher gekommen? Bist du der Wasserdrache? Ich bin in der Tat der Wasserdrache, Phyrone, und behüte im Auftrag der Göttin dieses Land. Auch in dieser Gestalt diene ich der Göttin. Interessant. Du besitzt eine Wasserdrachenschuppe. Nur der von der Göttin Auserwählte kann sie erlangen. Du bist also auserwählt? Aber die Schuppe allein reicht nicht, um hierher zu finden. So. Der Kio-Einsiedler hat es dir also verraten. Er hat mir versprochen, diesen Ort geheim zu halten. Nun, ich denke, ich werde ihn fressen müssen. Aber gut, du bist sicher auf der Suche nach der heiligen Flamme. Genau. Nun, das dachte ich mir. Ich kann nicht glauben, dass die Göttin einen kleinen, schwachen Jungen wie dich auserwählt hat. Aber lassen wir es auf einen Versuch ankommen. Der Anführer der Monster, Girahim, hat mir eine Wunde zugefügt. Das heilige Wasser in diesem Behälter sollte sie eigentlich heilen. Aber die Wirkung lässt bisher zu wünschen übrig. Ich brauche frisches Wasser. Menschenkind, du musst mir heiliges Wasser bringen, wie das in diesem Behälter. Im Gegenzug zeige ich dir, wo du die heilige Flamme findest. Gut. Folge diesem Weg in den Wald von Phyrone. Nun beeil dich, ich warte nicht gern. Ich weiß zum Glück, wo wir hin müssen, also alles gut, Alter. Ich erinnere mich noch an so viele Sachen von Skyward Sword. Und dabei ist es Jahre her, dass ich das gespielt habe. Ich glaube, ich hatte auch gesagt im ersten Dungeon, dass wir da eh nochmal hin müssen. Und das ist jetzt halt einfach der Moment. Boing, oing! Danke. Zeichnest du ein Symbol der Liebe an einer der mysteriösen Wände, wird es dir bestimmt besser gehen. Danke. Wirklich, safe.
Oh Gott, wirklich? Okay, jetzt reicht's. Alter, du Fettsack. Der Fettsack will einfach nicht verrecken, Alter. Danke. Danke, dass du mir wenigstens zwei Herzen wiedergibst, beziehungsweise ein Herz wiedergibst. Herzen jetzt wären schon eine nice Sache. Ich mag es nicht, wenn wir nicht voll sind. Und natürlich werden wir auch nicht voll. Viel zu einfach. Ich würde Herzen jetzt eigentlich viel geiler finden als irgendwelche beschissenen Rubine oder Kerne. Na, das war wohl nix. Ah, cool. Noch eine Monsterkralle. Davon brauchen wir eh ein paar mehr. Oh, den haben wir noch nicht. So, N2. Ah, okay, ja, ich weiß, warum wir den noch nicht haben. So. Da ist noch eine Herzblume. Zack. So, wir müssen nämlich jetzt wieder hier hin. Bienen! Kommt, jetzt! Jetzt kriege ich aber alle. Nice!
Noch mehr Bienen! Komm, nice! Biene über Biene und eine Bienen... Oh, du hast Bienenlarven entdeckt. Gelten als sehr nahr. Können aber auch für Handwerksarbeiten genutzt werden. Cool, das sind unsere ersten. Nice! So, ich glaube, Bienen haben wir mehr als genug, oder? Davon brauchen wir eine lange Zeit keine mehr. Der hört das nicht, ne? Richtiger Idiot, Alter. Gut gemacht, Link. Es geht aber gut voran. Hast du wohl gedacht, Kumpel, ne? So, diesmal... Ja, danke, du Fettsack. Diesmal nicht, Brudi. So, und ich kann euch gleich sagen, wir müssen jetzt im nächsten Part nochmal hier rein. So viel kann ich euch schon sagen. Aber das soll es dann auch für diesen Part gewesen sein, Leute. Ja, ich bedanke mich hier bei euch fürs Zuschauen. Im nächsten Part geht es nochmal in den ersten Dungeon rein. Da müssen wir nämlich rein, um das Wasser zu holen. Mehr gibt's nicht zu sagen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video und abonniert den Kanal für mehr Zelda-Content oder wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren weiteren Tag und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Part wieder. Bis dann!